Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Liebe Autofans mit Geschmack und einem Sinn für die gute alte Zeit, hier ist eine neue Ausgabe eures Lieblingspodcasts. Hier ist die alte Schule, wo ich Menschen aus der goldenen Ära des Automobils interviewe. Mein Name ist Carsten Arndt und heute rede ich mit einem Mann, der uns einen ganz intimen Blick hinter die Kulissen des Porsche-Rennsports der 80er und 90er Jahre gewährt. Er ist zweimal bei der Rallye Paris-Dakar mitgefahren, ist mit Jackie X zur Pharaonen-Rallye angetreten, hat unter anderem die Motoren der Porsche-Rennboliden 962 und der Kart-Serie mitentwickelt und im Einsatz betreut, und heute sitzt er bei mir. Herzlich willkommen zur alten Schule, Wolf Hendrik Unger. Los ging es bei Ihnen ja nicht ganz so leistungsstark, sondern mit 30 PS im NSU. 20. 20 PS. Ja. Noch mal weniger. Mit einigen Motorschäden im Stich gelassen. War es die Wut auf die Nachlässigkeit dieser Konstruktion, dass Sie mal im Motorenbau und in der Motorenentwicklung enden? Eigentlich nicht. Also die Liebe zum Automobil und speziell zum Motorensound war mir eigentlich in die Wiege gelegt. Also ich bin schon als Baby angeblich immer ganz wild geworden, wenn draußen der Bus vorbeifuhr. Und ich habe immer erkannt, wenn mein Vater in den Hof getuckert ist mit dem Auto. Also ich habe sehr früh sämtliche Automobile unterscheiden können und war also immer absolut begeistert. Okay, aber Rennsport, das war lag nicht in der Familie, oder doch? Nein, eigentlich nicht. Aber mein Vater hat mich schon zu Reparaturen, die er auch selber an Autos gemacht hat, hinzugezogen in meiner Jugend. Okay. Aber so richtig losgelegt habe ich dann eigentlich erst, als ich 18 war und selber mein eigenes Auto hatte. Da haben Sie geschraubt. Weil mein Vater hat mir immer auf die Finger gehauen, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Und dann war ich halt selbstständig. Also nachher nur noch mal beim Händlinger erlebt. Ne? Ja. Abgeben auf die Finger. Und dann haben Sie Maschinenbau und Fahrzeugtechnik studiert? Genau, ja, in Stuttgart. In Stuttgart? Ja. Und bin dort gleich in die akademische Motorsportgruppe eingetreten und da haben wir gerade vorletztes Jahr ein großes Jubiläum gehabt, dass zum 50. Mal die Hockenheim-Veranstaltung von der akademischen Motorsportgruppe stattgefunden hat, die also in den 60er Jahren im Hinblick auf Studenten einfach eingeführt wurde, dass die mal ihren Käfer oder ihren Opel Kadett ein bisschen ausfahren konnten. Mhm. In den 70er Jahren war die Veranstaltung sehr beliebt, auch bei Journalisten, die dann mit irgendwelchen Tuning-Autos da gestartet sind. Und eigentlich hat sich das bis heute fortgesetzt. Das ist eine sehr beliebte Veranstaltung im November, wo ich seit mittlerweile 20, 30 Jahren die Fahrinstruktion organisiere. Erklären Sie den ehemaligen Mitstudenten, wie man fährt. Ja, gut, also wir fahren halt die Ideallinie vor auf dem kleinen Kurs. Und Sie haben während des Studiums, und da ging vielleicht die Liebe zu Afrika, oder da hat sich das erste Mal so geäußert, haben Sie eine Riesentour mit dem VW-Bus durch Afrika gemacht. Ja, das war 1972. Da wurde ich animiert von einem Freund, der im Reisegeschäft war, dass wir eine halbjährige Tour durch Afrika machen sollten. Mhm. Mit einem VW-Bus, mit der geteilten Frontscheibe noch, okay. T1. Ich habe damals zwei Stück gekauft für 1200 Mark, die von der Bauunternehmung ziemlich runtergeritten waren. Und habe die beide geschweißt und verstärkt, den einen wieder verkauft und damit war der andere dann finanziert. Und so sind wir da eben in See gestochen, zu dritt. Und sind dann eben quer durch über Marokko, Algerien, Niger damals, dann zur Elfenbeinküste runter, die ganze Westküste entlang, durch Kamerun, Kongo bis nach Ostafrika. Wahnsinn, war das nicht gefährlich damals? Es gab noch kein ISIS, aber es glaube ich andere Gefahren. Ja, also es war weniger gefährlich als heute, würde ich sagen. Heute können Sie in den Süden von Algerien nicht mehr reinfahren. Mhm. Ne? Damals musste man sich halt an gewisse Regeln halten. Es gab damals auch schon Handbücher von Leuten, die das vorher gemacht hatten, mit entsprechenden Hinweisen. Und ich habe also bis zum Ersatzmotor eigentlich alles Gängige dabei gehabt und habe den dann in Zentralafrika verkauft, weil unser Motor immer noch gut hielt. Und es hieß, dass im Kongo die Strecken so schlecht sind, dass man unbedingt Gewicht rausnehmen sollte aus dem Bus. Ach, Sie haben den Motor verkauft, nicht den Motor, ja, ja, okay. Den Ersatzmotor. Den haben Sie dabei gehabt und ja, zu dritt im Bus geschlafen noch. Ja, ja. Ja, das, meistens haben wir dann auf dem Dach geschlafen, okay. Sehr stabilen Dachgepäckträger gehabt. Haben wir was mit Tieren erlebt? Ja, also nichts Gefährliches, aber wir sind also dann speziell in Ostafrika eben durch die Tierparks gefahren, selbstständig.
Einer ist gefahren, zwei saßen oben drauf, haben die Tiere gefilmt. Wir sind dann auch mal ausgestiegen und haben uns mal angepirscht. Alles Sachen, die heute natürlich nicht mehr möglich sind. Die man nicht mehr macht. Ne? Ja, ja. Wir haben auch da mal eine sehr interessante Nacht im Amboseli-Park erlebt. Da war neben der großen Lodge dort war auch etwas als Campingplatz ausgewiesen, wo aber keinerlei Einrichtungen da waren. Aber dort konnte man sich halt hinstellen über Nacht. Wir waren alleine dort mit dem Bus. Und dann so gegen Mitternacht hörten wir plötzlich ein Getöse, Äste krachten und so weiter. Und da zog eine Elefantenherde an uns vorbei. Und wir lagen oben auf dem Dachgepäckträger. Ne? Also wenn da so ein Elefant mal mit dem Rüssel rübergelangt ist. Ist vorbei, ne? Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Aber mit Löwen oder so, da gab es keinen Stress. Okay, und der Wagen hat gehalten oder mussten Sie viel schreiben? Der hat gehalten, ja. Wir sind 27.000 Kilometer gefahren. Mhm. Er hat zum Schluss dann, also wir hatten nur den normalen Ölbad-Luftfilter drin, den wir halt jeden Tag dann sauber gemacht haben, also gespült haben. Mhm. Und der ist von der Effizienz natürlich nicht besonders gut. Das heißt, der Motor hat dann ziemlich viel Öl gebraucht zum Schluss, aber er hat durchgehalten. Nicht schlecht. Waren die anderen beiden auch fähig zu schrauben? Oder? Nee. Da waren Sie der Einzige? Da war ich der Einzige. Und ich behaupte mal, also ohne mich hätten wir die Tour nicht durchgestanden. Würde ich unterstreichen, ja. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Und dann haben Sie in Stuttgart weiter studiert und sind dann gleich zu Porsche oder haben Sie noch... Nee. Ich habe dann das Studium beendet und wollte mich dann eigentlich erstmal orientieren, wo ich eigentlich anfangen wollte. Ich hatte so eine vage Idee, vielleicht Brasilien mal zu versuchen. Und bin dann zunächst mit einem Freund nach USA geflogen. Da wollten wir also einen längeren Urlaub machen. Haben dann die USA durchquert in dem alten Cadillac Cabrio. Mein Freund ist dann zurück nach Deutschland und ich habe bei einem amerikanischen Bekannten oder einem Freund in Los Angeles als Mechaniker angefangen, in seiner freien Porsche-Werkstatt. Und habe mir dann in einem halben Jahr $5.000 angespart, mit denen ich dann auf Tour gegangen bin nach Südamerika. Mhm. Einfach mit einem Koffer und einer Handtasche. Alleine dann? Allein, ja. Okay. Habe dann Südamerika durchquert, bin in Brasilien gelandet, habe den Karneval in Rio erlebt dort. Sehr schöne Erlebnisse gehabt und habe aber festgestellt, dass wenn man als Studienabgänger, wie ich damals ja war, ohne Berufserfahrung bei einer Automobilfirma anheuern will, dann sollte man es in Deutschland tun. Ne? Mhm. Und bin dann letztendlich wieder nach Deutschland und nachdem ich in Los Angeles an Porsche gearbeitet habe, habe ich mich natürlich für Porsche interessiert auch und habe bei Porsche dann nur mal angeklopft oder über die Vermittlung von meinem Diplomvater mit dem Herrn Metzger Kontakt bekommen. Oh, okay. Und da gab es ein kurzes Gespräch und dann war ich eingestellt. Und als ich mich verabschiedet habe von meinem Freund in den USA, hat er gesagt, du, wenn du zurückkommst nach Deutschland, dann kauf bitte sofort ein Carrera RS. Weil das Auto, das gibt es in den USA nicht, das wurde damals nicht exportiert, wegen Emission Control, die er nicht hatte, ne? Ja. Und den soll ich mir auf jeden Fall an Land ziehen. Er will da auf jeden Fall später dann irgendwie den haben und was weiß ich. Und das Erste, was ich also gemacht habe, als ich bei Porsche angefangen habe, ich habe einen Carrera RS gekauft. Tatsächlich? Für 90.000 Kilometer, für 19.000 D-Mark. Und konnte den aber jetzt nicht für mich irgendwie behalten, weil ich war ja Berufsanfänger, hatte eigentlich das Geld nicht, sondern mit so einem Auto groß rumzufahren. Habe den dann an eine Bekannte gegeben, die eine Boutique hatte in Heilbronn, aber schon im Kaufvertrag festgestellt mit Rückkaufsrecht. Und dann kam mein Freund 1980 rüber nach Deutschland zum Goethe-Institut und wollte Deutsch gelernt ein halbes Jahr lang. Dann habe ich für ihn auch nochmal ein RS gekauft. 15.000 Mark, der war noch ein bisschen weiter runtergeritten. Und dann haben wir mit den beiden Autos, also ich habe mir den immer mal wieder geliehen von meiner Bekannten, haben wir hier die Gegend unsicher gemacht. War natürlich herrlich. Ja, und mein Freund hat dann mir den 79 gekauften abgekauft für $20.000. Das war für ihn günstig und für mich war es ein Haufen Geld, weil der Dollar stand damals 1:3 oder so. Ja. Und den anderen, den gelben, habe ich ihm auch geschickt und ich habe mir dann, aber ich habe zwischendrin dann nochmal einen gehabt und habe 84 dann den gekauft, den ich jetzt bis 2015 hatte.
und zwar für 14.000 D-Mark aus dieser Anzeigenzeitung da in Stuttgart. Der war rundum halt, der war 11 Jahre in Gebrauch gewesen, Sommer wie Winter, hatte 130.000 Kilometer runter und Außenhaut war eben alles ein bisschen gammelig. Ne? Mhm. Und den habe ich dann mit Porsche-Kollegen aus dem Karosseriebau und Fahrwerksbau und Motorenbau und so weiter dann innerhalb von 2 Jahren gründlichst renoviert. Der war so dann im Neuzustand. Ich frage nicht, was Sie mit dem Verkaufserlös alles abbezahlt haben. Ich habe mir halt eine schöne Reserve fürs Alter jetzt. Unglaublich, ne? Weil von der Rente. Klar. Aber das ist halt mit einem Auto, ne? Ja. Tja, und da wurde ich dann als Jungingenieur, ohne Erfahrung eigentlich, gleich an ein Fremdprojekt hinbeordert. Und zwar eine Entwicklung für Harley Davidson damals. Mhm. Ein wassergekühlter Vierzylindermotor mit ein V-Motor mit 800 Kubik. Und das war natürlich auch eine sehr interessante Tätigkeit. Aufgrund meiner guten Englischkenntnisse war das natürlich schon ein bisschen prädestiniert für mich. Mhm. Ja, ich habe damals Harley Davidson auch kennengelernt, bin da ein paar Mal drüben gewesen. Das Motorenkonzept ist dann leider gestorben nach 3 Jahren, weil Harley eingesehen hat, dass mit diesem Motorenkonzept eigentlich eine direkte Konkurrenz zu den etablierten Japanern stattgefunden hätte. Und da waren sie einfach nicht gewappnet. War der Motor zu gut, zu sportlich? Nee, das war halt ein wassergekühlter V4. Damals kam von Honda die VF 750 raus, mhm, die gleich mal mehr PS hatte und weiterentwickelt war und von Japanern mit sehr viel Erfahrung auch produziert werden konnte. Mhm. Harley war eben damals noch ziemlich rückständig in Bezug auf Produktionsmethoden. Und denen war, glaube ich, auch der Sound wichtiger als alles andere, ne? Ich habe das mal gehört, dass Porsche hat auch eine aktuelle Harley auch mitentwickelt. Relativ aktuelle. Ja, also der Harley hat sich dann entschlossen, ihr normales Zweizylinderprogramm bei Porsche weiterentwickeln zu lassen, mhm, in Bezug auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit, mhm, und Motorensound, was immer. Ne? Mhm. Und haben da eben sehr professionelle Hilfe bekommen und waren dann eben sehr erfolgreich auch. Ne? Ja, stimmt. Und was ist das große Geheimnis des Harley-Sounds? Gibt es da irgendwas, was man da... Ja, das ist halt einfach mal dieses ungleichmäßige Blubbern des V2, ne? Extrem langhubig. Ja. Hat natürlich seinen gewissen Reiz, aber ich bin eher ein sportlicher Motorradfahrer. Also eher kurzhubig. Und ja. Mit höherer Drehzahl. War das so, dass Ihnen da manchmal als Motorenmann aus deutscher Sicht so ein bisschen das mit Ihrem Perfektionsdrang vielleicht das Herz geblutet haben, gesagt haben, also wenn ihr das so und so machen würdet, wäre es besser, aber so klingt es besser. Naja, also dieser V4-Motor war ja eigentlich eine moderne Konzeption. Stimmt, ja. Also das hat an sich da keine Rolle gespielt. Ich hätte den schon gerne weiter fertig entwickelt, aber... Ja. Das war das Geld aus dann, ja, genau, bei Harley. Und was waren die nächsten Aufträge dann? Ja, dann habe ich teilweise im 928-Team mitgearbeitet, mhm, auch wiederum Motorenmechanik. Und ich habe den Serienanlauf vom 944 Turbo mitgemacht, mit sehr vielen Reisen hin und her zwischen Weissach und Neckarsulm, wo die Autos hergestellt wurden. Ja. Und dann kam eben die Sache mit der Paris-Dakar, wo ich 85 dann zum ersten Mal mit dem Roland Kussmaul mit einem Mercedes G-Modell mitgefahren bin und 86 dann mit einem 959. Und in dem Moment war für mich dann klar, dass ich in die Rennabteilung wollte. Ne? Und das hat dann letztendlich auch geklappt. Wie sind die auf Sie gekommen? Oder also Porsche hat sich irgendwann entschieden, ein Allradprogramm aufzulegen. Und die Rallye Paris-Dakar, vielleicht muss man das mal erklären, ist ja nicht so eine normale Rennveranstaltung. Ich habe jetzt auch erst, ehrlich gesagt, im Vorwege gelernt, dass die ganzen Begleitfahrzeuge auch am Rennen teilnehmen müssen. Genau, ja. Das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, da gab es genauso Service wie bei jeder anderen Rallye, wo man Servicepunkte ausmacht und da stehen dann die Service-Crews. Bei der Paris-Dakar fahren ja immer LKWs mit und die haben die ganzen Ersatzteile dabei. Mhm. Und sie hatten 280G, ja, genau, von Mercedes, vollgepackt, ja, mit Ersatzteilen. Ja. Und im ersten Jahr, also 1984, ist Porsche noch mit einem normalen Auto mit Allradtechnik mitgefahren. Ne? Ja. Also 1984 ist der Roland Kussmaul schon im dritten 911, mhm, Allrad mitgefahren als schneller Service. Ist auch ins Ziel gekommen mit ein paar Problemen zwischendurch. Und 85 hat man dann eben beschlossen, dass man einen einigermaßen schnellen Eingreifservice noch haben sollte, der aber mehr Ladekapazität hat. Und so, mhm, ist man auf den G gekommen. Ja, okay. Und der Roland Kussmaul hatte halt 84 die Erfahrung gemacht, das war das erste Mal, dass man da an der Rallye teilgenommen hat,
dass man unbedingt einen Beifahrer braucht, der einerseits Französisch spricht, weil das Roadbook war eben nur in Französisch, der natürlich technisch gutes Verständnis hat auch und der Karten lesen kann, also der im Navigieren einfach Erfahrung hat. Und so ist er auf mich gekommen, weil er hatte mich kennengelernt in dem Rahmen, wo das Team Bart Kussmaul viermal bei der Rallye Monte Carlo teilgenommen hat, 1980 bis 1983. Und da war ich jeweils als Service oder als Eisfahrer dabei. Also ich kannte den Roland Kussmaul in dem Moment, wo ich angefangen hatte bei Porsche schon, weil er hat auch in dem Motorradprojekt mit mir zusammen erste Testfahrten gemacht mit Vergleichsmotorrädern. Und diese Eisfahrt, dann machen wir doch mal kurz da weiter. Also Rallye Monte Carlo ist die Mutter aller Rallyes, ne? Sagt man, da jeder will das gewinnen. Walter Röll hat viermal auf vier verschiedenen Autos gewonnen. Und da waren Sie Eisfahrer. Was heißt ja, das? Also die ersten zwei Rallyes war ich Service. Da habe ich mit einem VW-Bus Service gemacht. War halt vorher genau geplant, wo man da steht, wenn die kommen, Räder wechseln und so weiter. Und die zwei letzten Mal damals Carrera RS, Vorausfahrzeug, bevor die Rallye durchgeht, hat jedes Rallye-Team ihre Eisspione, die die Strecke eben genau in dem Zustand nochmal beurteilen, bevor die Rallye da drüber rutscht. Das heißt, man hat dann eben genau das Roadbook, was der Rallye-Fahrer auch benutzt, streicht dort die Stellen an, wo frisches Glatteis da ist oder viel Schnee oder sonst wie. So, teilweise ist die Fenster was draufwerfen. Ne? Ja, kann auch passieren, ja. Und übergibt ihm das eben dann kurz vorm Start, sodass er wirklich den aktuellen Streckenzustand hat. Also das ist auch eine große Verantwortung, ne? Ja, verlässt man sich da blind drauf, was sie herausfinden. Okay, also hat er sie als zuverlässigen, sportlichen Fahrer kennengelernt. Ja. Und dann sind sie Paris-Dakar mitgefahren. Wie war das? Also man hört immer, die gefährlichste Rallye der Welt, jedes Jahr Todesopfer und so. Also war das? Ja, gut, aber wenn man da mal drin ist in diesem Tross, sage ich mal, dann kommt man in eine gewisse Routine rein nach den ersten zwei, drei Sonderprüfungen. Und dann ist das eigentlich gar nicht mehr so aufregend. Man tut halt sein Bestes, dass man da gut durchkommt. Mhm. Wir hatten gerade mit dem G-Modell am Anfang ein bisschen Motorprobleme oder haben relativ schnell Motorprobleme bekommen. Der Motor lief nicht richtig rund. Da sind wir auch im Klassement ziemlich zurückgefallen, weil wir einfach zu langsam waren. Und dann im Süden Algeriens, in Tamanrasset, hatte ich dann mal die Zeit, mir das genauer anzugucken und habe den Mengenteiler von der Karchet-Dronik auseinandergenommen und festgestellt, dass der Regelkolben da mit Feinsand zugesetzt war, beziehungsweise nicht richtig freigängig war. Und als ich das dann repariert hatte, dann ging das Ding richtig gut. Und wir haben also in den nächsten Sonderprüfungen dann jede Menge Plätze aufgeholt. Okay. Das hat dann richtig Spaß gemacht. Und das Auto war aber vollgeladen, wahrscheinlich mit Teilen für Porsche? Ja. Wer sind die Einsatzfahrzeuge gefahren damals? Das war damals einmal der René Metsch mit dem Dominic Le Mans. Afrika-Profi, ne? Genau, dann der Jackie X, der ja eigentlich der mit dem Claude Brasseur, mit dem Schauspieler, ein guter Freund von ihm, der ja eigentlich das ganze Programm mehr oder weniger ins Leben gerufen hat oder den Anstoß dazu gegeben hat. Der hat halt in Weißach angeklopft bei dem Herrn Bott, das wäre doch was. Der Jackie X hatte ja 83 gewonnen mit dem Mercedes-G-Modell. Ne? Mhm. Und so kam das Ganze eigentlich zustande. Also Jackie X und das dritte Fahrzeug war da Jochen Maas. Ja, okay. Mit dem Eckhard Kiefer, ein Meister aus der Werkstatt. Und während der Rallye hatte dann aber als erstes der Jochen Maas einen relativ schweren Unfall, wo der Mannschaft nichts passiert ist, aber das Auto war halt hin. Und später dann auch der X. Und dann war nur der René Metsch im Spiel, führte die Rallye auch ziemlich zuverlässig an und hatte dann aber im Niger, in der Nähe von Niamey, das Pech, dass eine Ölleitung zum Kettenspanner gebrochen ist. Und so hat er nach und nach das Öl verloren, letztendlich mit Motorschaden. Und dann haben wir ihn mit dem G dann noch durchs Ziel geschleppt, aber das ist dann irgendwie aufgefallen. und damit waren wir halt raus. Und damit war das Team eben nicht mehr funktionsfähig. Und wir lagen dann mit dem G insgesamt an 16. Stelle in dem Moment, wo wir dann aufgeben mussten. Und das war das zweite Jahr der Rallye Paris-Dakar? Ja. Also da war das optisch schon 9,59 eigentlich, genau. Aber technisch waren die noch nicht so weit mit dem Motor. Der Motor war eigentlich ein G-Modell 3,2 Liter.
bisschen wüstentauglich gemacht mit etwas geringerer Verdichtung. Um den Sprit zu vertragen? Ja, ja. Ja. Und im Jahr vorher, das muss man vielleicht auch noch sagen, hat Porsche ja, ist ja das erste Mal angetreten und es ist ja eine Rallye über 14.000 Kilometer, glaube ich. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Und drei Wochen fährt man, kann eigentlich nur wenig Service machen, weil man nicht unendlich viele Teile mitschleppen kann. Und das hat Porsche gewonnen, ne? Die ersten beiden Plätze. Also wirklich das erste Mal angetreten und alle haben es belächelt, weil das war der erste Sportwagen, der auf dieser Paris-Dakar gefahren ist. Genau. So, ja, ja, als Porsche mit den Sportwagen da angetreten ist, haben die alle erstmal ein bisschen müde gelächelt, weil sie eben alle auf ihre Geländewagen-Prototypen da gebaut haben und eigentlich die als einzig siegfähig eingeschätzt haben. Wenn da so ein Porsche mit über 200 durch die Wüste fetzt, dann geht das Lächeln, schlägt das um bei der Konkurrenz. Genau. Ne? Im zweiten Jahr hat man dann ganz große Hoffnung da reingesetzt, haben gesagt, okay, jetzt machen wir es noch besser, jetzt richtig. Also haben sie auch gerade gesagt, die Fahrer, René Metsch, ein ganz etablierter Paris-Dakar-Profi, Jackie X, muss man eh nichts drüber sagen, Jochen Maas, damals einer der besten Sportwagenfahrer seiner Zeit. So, und das ist dann so nach hinten losgegangen. Und dann hat man im nächsten Jahr gesagt, so, jetzt aber nochmal richtig. Naja. Dieser Mercedes G, der ist dann auch umgebaut worden. Genau. Oder? Also wir haben ja den 280 Sechszylindermotor drin gehabt, in ein bisschen Rallye getuned, also der hatte irgendwie 220, 230 PS. Haben Sie den getuned oder Mercedes? Nee, Mercedes. Das Auto kam eigentlich direkt von Mercedes. Ah, okay. Ja, ja. Okay. Und wir haben aber dann festgestellt, so bei diesen Wüstenetappen in weichem Sand, ne, da musste man halt im dritten mit 6000 Umdrehungen da rumgeigen, damit es die Fuhre vorwärts ging. Und da kam eben der Wunsch auf nach mehr Leistung und dann hatte man die Idee, okay, dann machen wir einen 928 S4 Motor rein. Okay. Und das hat auch irgendwie platzmäßig eben geklappt. Das Auto wurde auch mit Bremsen und so weiter verstärkt und war dann also ein richtig schnelles Fahrzeug. Also lange Rede, kurzer Sinn, man hat mal ein bisschen Porsche-Technik da reingebaut. Genau. Ja. Hat gesagt, jetzt machen wir es richtig. Und bei der Pharaonen-Rallye dann im Herbst, was so der erste Probegalopp für den 959 auch in der vollen Konfiguration mit dem Turbomotor war, hat man diesen G auch eingesetzt mit dem 928-Motor, mit dem Roland Kussmaul und Eckhard Kiefer. Und die haben mit dem G dann den zweiten Platz gemacht. Hinter dem 959 vom Said Al-Hajri, der die Rallye gewonnen hat. Okay, da ist auch der 85 Pharaonen-Rallye, wo Sie mit Jackie X angetreten sind. Ja, oder? Das war natürlich ein schwarzer Punkt in meiner Historie. Einerseits war es sehr interessant, weil ich bin 4 Wochen vor der Rallye zusammen mit dem Jackie X, mit einem ägyptischen Führer, mit einem Mercedes G-Modell die ganze Strecke abgefahren. Habe ein Roadbook handschriftlich erstellt. Ja. Das habe ich noch hier. Das sind also meine Notizen während der Fahrt. Wir waren da 10 Tage unterwegs und das war natürlich faszinierend. Also alleine mit dem Jackie X da unterwegs auf Strecken, die eben sonst niemand fährt, allenfalls als Weg erkennbar. Also wir hatten einen sehr erfahrenen Führer dabei. Wir waren nur mit einem Fahrzeug unterwegs und hatten aus Sicherheitsgründen ein Geländemotorrad dabei, damit wenn das Auto stecken geblieben wäre oder kaputt gegangen wäre, dass man hätte Hilfe holen können. Gab keine Handys? Ne? Gab kein Satellitentelefon und so weiter. Ne? Und das war also eine sehr eindrucksvolle Fahrt. Ne? Und aufgrund meiner Aufzeichnung ist dann das Roadbook gemacht worden. Wir sind dann bei der Rallye Jackie X, Startnummer 1, neben den Pyramiden gestartet, sahen eigentlich von Anfang aus wie der sichere Sieger. Aber leider nach 20 Kilometer in der ersten Sonderprüfung merkte ich plötzlich einen stechenden Geruch irgendwie. Ich habe so nach hinten geguckt und habe hinten die Flammen rausschlagen sehen. Ich habe gesagt, Jackie, anhalten. Ne? Und dann, als ich ausgestiegen bin, dann schlugen die Flammen vom Wind nach vorne, haben meinen rechten Ellbogen versenkt, weil wir hatten damals keine feuerfesten Anzüge an. Ne? Okay. Und dann haben wir halt unsere 2 Kilo Halonlöcher da reingepustet. Das hat aber alles nichts genutzt, weil es war eine Ölleitung geplatzt, die direkt auf die glühenden Turbolader da sich ergossen hat, das Öl. Und da war natürlich nichts zu löschen. Und bis dann der Roland Kussmaul kam mit dem G, da war das Auto schon halb abgebrannt. Und da gibt es ja auch Fotos, und, ne? Ja, das wirklich nur ein Gerüst, so ein Gerippe in der Wüste liegt. Ne? Genau, ja, ja. Ja, das war natürlich richtig schade, aber immerhin, der Said Al-Hajri hat mit meinem Roadbook dann gewonnen.
Also ich hätte damit nicht gewonnen, wenn ich ehrlich bin. Das sieht so kompliziert aus. Naja, das wurde natürlich dann ins Reine geschrieben noch. Nein. Aber man schaut, es sind immer die Kilometer-Angaben und dann steht da, worauf man achten muss. Und man hat als Beifahrer immer so einen Kilometerzähler, den man resettet, wenn der durchläuft. Genau. Und dann sagt man jetzt, pass auf. Man hat da den Trip-Computer. Was heißt denn das hier alles? Oder was haben Sie denn da eingezeichnet? Also jetzt diese Wellen zum Beispiel, ist das Wasserdurchfahrt? Oder? Nee, das ist wahrscheinlich sehr buckelig. Ja. Okay. Das ist eine Senke hier, ne? Das sind zwei Senken hintereinander, scharf rechts, sandig und so weiter. Also das ist jetzt nicht so wie bei einer Weltmeisterschaftsrallye, dass man da jede Kurve aufschreibt. Nee, das ist ein bisschen grober, ne? Ja, ist auf jeden Fall grober. Ne? Und wie war die Stimmung in dem Wagen, als Sie die Strecke das erste Mal mit Jackie X abgefahren sind? Denn ich glaube, es kurz vorher war der Unfall. Ja. Der Jackie hatte an dem Wochenende vorher diesen Unfall in Spa mit dem Stefan Belloff. Und ich habe ihm natürlich schon angemerkt, dass er davon beeindruckt und bedrückt war. Aber 1962, muss man vielleicht kurz sagen, für Leute, die den Unfall nicht vor Augen haben, das war in Spa. Stefan Belloff war das Talent, dem hat man alles zugetraut, Weltmeisterschaft in der Formel 1 und so. Der hat auch damals alles in Grund und Boden gefahren, mehr oder weniger, und ist dann ins Bar gegen Jackie X gefahren und der hat ihn immer so ein bisschen respektlos behandelt. Ne? Der Jackie X war so die alte Legende, hat auch alles gewonnen. Mhm. Und dann kam der Stefan Belloff und hat gesagt, um den Jakob, so hat er Jackie X immer genannt, fahre ich Kreise inzwischen. Mhm. Das hat er versucht in einer der berühmtesten Kurven, der Eau Rouge, ins Bar, eine Vollgaskurve, wo das Auto extreme Kompression bekommt und so. Und hat versucht, außen rumzufahren und eigentlich war es zum Scheitern verurteilt. Ne? Ja. Und dann mit diesen Gruppe C-Monstern. Und dann sind die abgeflogen. Im Endeffekt ist Stefan Belloff da verstorben bei dem Unfall. Ja, das hat natürlich schon belastet. Ja. Aber wir haben also definiert während der Erkundungsfahrt dann nicht drüber gesprochen. Ne? Achso, okay. Also das. Das habe ich gemerkt, dass das nicht angebracht war. Ne? Mhm. Er hat sicherlich. Es war sicher gut für ihn, dass er zunächst mal aus dem ganzen Trubel raus war und ein bisschen zu sich kommen konnte. Kann ich selber fahren konnte. Und wie war Jackie X oder wie ist er so als Typ für Sie? Weil das ist ja wirklich die Legende eigentlich zu der Zeit gewesen. Ja, also super kameradschaftlich. Ne? Mhm. Ja, also in Ägypten war er ja jetzt nicht so bekannt, ne? Wie in Europa und so weiter. Okay. Aber da saßen wir dann mal abends in einem Hotel da, bei Assuan, haben da gegessen abends. Und plötzlich kam so ein Ägypter rüber und sagte, hey, Jackie X, can I have an autograph? Mhm. Ne? Und da hat man so richtig gesehen, wie er gestrahlt hat und sich gefreut hat, dass er erkannt wird. Dass er auch dort erkannt wird. Also ich fand ihn menschlich sehr, sehr wertvoll eigentlich und sorgsam umgehend mit den Mitgliedern und so weiter. Wie ist das, neben so einem durch die Wüste zu fahren? Ja, also als Beifahrer sollte man sich darüber im Klaren sein, wes Geisteskind man ist. Ne? Und ich sage mir halt dann immer, also der, neben dem ich jetzt sitze, der hat auch keinerlei Interesse, sich selber umzubringen. Er hat große Erfahrung. Also Angst kenne ich in dem Moment eigentlich nicht. Ne? Ist ja auch wahrscheinlich so eingebunden und konzentriert. Ne? Ja. Und was natürlich auch gut ist, wenn man von Natur aus eben da resistent ist gegen die Querbeschleunigung und so weiter. Ja. Manche können ja im Auto gar nicht lesen. Ne? Ja, das ist aber schlecht als Beifahrer. Das ist ganz schlecht als Beifahrer. Gute Voraussetzung. Jetzt gibt es bei der Paris-Dakar oder auch bei anderen Wüstenrallyes. Ich glaube, man kann sich das immer gar nicht vorstellen. Das ist ja nicht nur feiner Sand, das ist auch plattgedrückter Sand und Steine, die da im Weg sind. Raspelt man da einfach so quer drüber oder ist das, muss man da immer kreuz und quer und die ganze Zeit Steine umfahren? Ja. Also das bietet sich auf jeden Fall an, wenn man nicht laufend Reifenschäden riskieren will. Ne? Ja. Und man ist damals mit Sicherheit, also gerade der Roland Kussmaul auch, der eben ein sehr sorgsamer Fahrer ist und versucht, das Material zu schonen, eben doch sehr bewusst gefahren, eben nicht immer volle Pulle. Das hätten wir dann so nicht überstanden, um eben heil anzukommen. Also auch wir haben mal Reifenschaden gehabt, ne? Aber so Vollgas zu fahren, wie das heute teilweise bei diesen Rallyes da üblich ist, voll, ne? Es geht nur noch voll, ne? Das war damals schon ein bisschen anders. Und der René Metsch war natürlich auch ein sehr, sehr weitblickender und sehr erfahrener Leser der Strecke. Ne?
Woran erkennt man das? Also so gute Wüstenfahrer, was erkennen die da in dem Sand? Ja, der erkennt halt, wenn jetzt eine Strecke kommt mit sehr weichem Sand, wo er eben droht, stecken zu bleiben, dass er das dann ein bisschen umfährt. Ne? Mhm. Oder bei sehr steinigem Grund eben weiß er, okay, da kann ich jetzt nicht wie ein Verrückter drüber rumpeln, dann mache ich das Auto kaputt. Mhm. Und er bremst eben rechtzeitig, wenn er den Verdacht hat, dass da jetzt irgendwie kurz eine Bachdurchfahrt kommen kann. Mhm. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, wo man dann eben die Schnauze verbiegt. Und da in der Wüste ist man ja teilweise nach Kompass gefahren, ne? Also Kap so und so. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen Glück, ob man dann wirklich auch dort ankommt, wo man hin will. Weil der Kompass im Auto ist natürlich nicht so genau. Und wir haben ja damals schon eine gewisse Form von Navigationssystem gehabt. Mhm. Das nannte sich VDO, City Pilot. Mhm. City ist natürlich ideal für die Wüste. Super, perfekt, ja. Das war also ein eingebauter Kompass im Auto, ein elektronischer Kompass. Mhm. Und einen Wegstreckenzähler, den man genau kalibrieren konnte. Ach so, okay. Und war aber schon per GPS dann? Nein. Ach so, nur am Reifen abgenommen. Nur am Reifen abgenommen oder an der Raddrehzahl. Mhm. Und da musste man als Beifahrer dann eben immer ein bisschen nachkorrigieren, je nachdem, ob der Unterboden locker war, wo die Räder eben sich schneller gedreht haben als Vortrieb gegeben haben. Ne? Da musste man also schon ein gewisses Gefühl dafür entwickeln und so richtig genau war das nicht, aufgrund dessen, dass der Kompass eben nicht so genau war. Aber es war eine gewisse Hilfe schon. Was war so das Komplizierteste, was Sie da schrauben mussten? Oder das war ja dann für Beifahrer oftmals auch noch abends ankommen. Ist dann ja nicht so Party, sondern entweder man schläft oder man schraubt. Ne? Ja. Also wir hatten ja teilweise Servicepunkte, wir hatten ja eine Flugzeugservice auch. An gewissen Punkten gab es eine Landebahn, wo für die großen Teams dann die Möglichkeit bestand, zwei oder drei Mechaniker hinzufliegen. Mhm. Mit einer Grundausrüstung an Werkzeug, aber natürlich kaum Ersatzteile, ne? Im Flieger ist klar. Ne? Mhm. Und je nachdem, wie das eben, ob das möglich war, diese Flugzeugunterstützung zu bekommen, waren wir eben auch an Stellen dann, wo das eben völlig unmöglich war, wo auch der LKW noch weit entfernt war, wo wir als Fahrzeugteam dann eben die ganze Nacht damit beschäftigt waren, die Autos wieder auf Vordermann zu bringen für den nächsten Tag. Was war das? An der einen Stelle mitten in den Dünen da, in Agadem, da war also einer unserer Service-LKWs auch noch stecken geblieben und das war sehr schwieriges Gelände mit sehr weichem Sand. Und dort am Ende von dieser Etappe hatten wir festgestellt, dass am Match seinem Auto ein Auspuffkrümmer gerissen war. Und beim Turbomotor ist das halt kritisch oder generell natürlich Leistungsverlust und so weiter. Und dann haben wir halt verzweifelt überlegt, wie wir den da schweißen können. Und haben aber tatsächlich dann einen Truck gefunden, der relativ schnell da war, ein Motorrad-Service-Truck, die ein Schweißgerät hatten. Mhm. Und da hat der Roland dann den Krümmer geschweißt und wir haben ihn wieder eingebaut und dann ging es weiter. Also es war schon eine haarige Angelegenheit. Zu Beginn der Rallye hatten wir Probleme mit Stoßdämpfern. Die Stoßdämpfer waren extra entwickelt worden für uns. Mhm. So mit Blick auf Afrika, also Kälte kriegen die sowieso nicht mit. Und da hatte man nicht bedacht, dass im Atlasgebirge halt Anfang Januar auch mal auf 0 Grad kommt morgens. Und dann hatten die teilweise auf der Anfahrt bis zur Sonderprüfung schon ihren Geist aufgegeben. Weil die so hart geworden sind dann durch die Kälte? Weil sie geleckt haben, weil die Dichtung nicht gehalten haben. Okay. Und dann haben wir also so kurz vorm Start nochmal schnell die Stoßdämpfer gewechselt. Okay. Ja, vor allen Dingen, wenn man überlegt, 3 Wochen lang, ne, mit einmal duschen unterwegs. Ne? Und wo hat man geschlafen? Gab es da... Haben Sie dein Zelt aufgeschlagen? Oder? Zelt haben wir eigentlich nie gehabt. Wir haben eventuell mal einen Unterstand gehabt in einer Ansiedlung oder ansonsten im Freien auf eine Gummiunterlage oder wenn der LKW rechtzeitig kam, hatten wir auch so Liegen, wo wir drauf geschlafen haben, aber meistens unter freiem Himmel. Gibt es da nicht Viechzeug, so Skorpione oder Schlangen? Oder ja, nö. Also die Schuhe hatten wir am besten mit in den Schlafsack genommen, weil hätte auch sein können, dass die morgens gefehlt haben, wenn irgendwelche Wilderer Klamotten gesucht haben. Ja. Okay. Und uns ist ja dann in La Baie in Guinea beim nächtlichen Service meine Tasche geklaut worden aus dem Auto. Die Mechaniker haben an sich am Auto gearbeitet, wir haben daneben geschlafen und ich hatte meine Rothmans-Tasche da drin
dummerweise zu dem Zeitpunkt gerade mit meinem Pass, meinem Ersatzpass, dem Pass vom Roland Kussmaul, unsere beiden Pässe. Wir hatten zwei Pässe mit, damit, wenn das Probleme gegeben hätte beim Grenzübergang zwischen zwei befreundeten Staaten, ne, wusste man nicht so genau, dass man da noch einen Ersatz hat. Und außerdem noch Bargeld, so zum Benzin kaufen und so weiter, 15.000 Francs oder was ich dazu hatte. Ne? Okay, ja. Und die Tasche war morgens halt weg. Was nun? Aber nachdem die anderen auch alle einen Ersatzpass mithalten, habe ich mir halt von unserem Elektriker einen geliehen und der Roland von einem anderen. Und damit haben wir dann die nächsten Grenzen. Und die sahen ihn ähnlich und das hat gepasst? Ja, da hat keiner drauf geguckt. Ne? Und so sind Sie auch zurückgeflogen? Nee. Wir haben dann im Senegal, im Ziel, da der Herr Falk, unser Rennleiter, hatte dann schon organisiert, dass wir als Ersatzpässe dann zur Verfügung hatten. Peter Falk ist der Porsche-Rennleiter zu den Jahren gewesen. Der hat immer oben im Flugzeug gesessen, glaube ich. Ne? Und ja, der ist mit dem Flugzeug weitergeflogen, ja. Und im Endeffekt ist die Taktik ja aufgegangen, also dieses Ersatzteilauto. Mussten Sie bei den anderen Autos viel schrauben? War da viel zu tun? Ja, waren immer mal Kleinigkeiten. Wir waren halt als Erste vor Ort. Mhm. Wir haben die Analyse gemacht, was gemacht werden muss. Und wenn dann absehbar war, dass der LKW in 2-3 Stunden da ist und wir sicher sein konnten, dass die Mechaniker das in Ordnung bringen können, haben wir eben da handschriftlich hinterlassen, was sie machen sollen, oder haben gewartet, bis sie kommen, ne? Und haben das eben organisiert. Da war das aber, ich meine, die haben ja auch nur nach Kompass navigiert. Ne? Das war so ein bisschen Glück, dass die LKWs nicht vorbeifahren wahrscheinlich. Ja, gut. Ja, das hat im Normalfall eigentlich gepasst. Aber etliche Stunden später halt. Das klingt so irre, bei einer Rallye, wo es um Geschwindigkeit geht, dass man so, da haben die halt gewartet, 2-3 Stunden. Und das hat trotzdem immer noch zeitlich gepasst. Ne? Ja, also, naja, die haben dann halt bis morgens kurz vorm nächsten Start waren die beschäftigt. Ne? Ja. Der LKW-Fahrer hat halt dann möglichst ein paar Stunden Schlaf noch gekriegt. Mhm. Aber die Beifahrer und dann natürlich auch die Flugzeugmechaniker, ne? Die haben also bis zum kurz vorm Start dann teilweise geschraubt. Aber erfolgreich, 1986, dann Plätze 1, 2 und 6. Und 6, ja. Sechs mit Ihnen, ne? Wir hatten halt einmal in der Tenere Pech. Das war einmal so ein bisschen quer zu Dünenkämmen gefahren sind, mittags unter hochstehender Sonne, wo man keinerlei Schatten sieht. Ne? Und da kam halt plötzlich eine ganz steil abfallende Düne. Das, wovon man am meisten Angst hat, glaube ich. Ne? Ja, klar. Und wir waren da schon vorsichtig unterwegs, also maximal 50 vielleicht. Und plötzlich öffnet sich halt vor uns ein Abgrund. Wir knallen voll mit der Front nach unten, so aus 2-3 Metern, ne? Hat also einen richtig starken Schlag gelassen. Und als wir dann da so schräg drin saßen, dann haben wir uns beide angeguckt. Das war es wohl, ne? Dann haben wir erstmal vergeblich versucht, die Türen aufzubringen, weil die waren verklemmt. Sind ausgestiegen. Verklemmt, weil der Sand von außen war oder die Karosserie? Weil die Karosserie verzogen war. Oh Gott. Und dann sind wir ausgestiegen, haben gesehen, dass das ganze Vorderteil irgendwie 5 oder 10 Zentimeter hochgekommen war. Das Foto haben Sie vielleicht gesehen, wo die Fronthaube so geknickt ist. Ja. Ja, dann sind wir also mal 5 Minuten ums Auto rum, haben festgestellt, der Motor läuft noch. Brennt nichts. Es brennt nichts, kein Flüssigkeitsverlust. Also der hat ja vorne einen Wasserkühler gehabt. Ne? Ja. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt gucken wir mal, ob wir nicht doch noch rauskommen hier. Und steckten dann aber hinten fest. Mhm. Also der Hintern vom Auto war halt in dem Weichsand drin. Mit Schaufeln oder so war da nichts drin. Und dann haben wir unseren langen Wagenheber genommen, haben das Auto wechselseitig hochgenommen, in die Kuhle, die die Räder hinterlassen hatten, wieder fein Sand rein. Mhm. Dann den Luftdruck auf 0,7 Bar runtergelassen. Und so haben wir uns tatsächlich da raus oder haben tatsächlich rauskrabbeln können und sind dann eben mit mäßiger Geschwindigkeit 100, 120 ins Ziel gekrochen. Natürlich mit einigen Stunden Verspätung, ne? Also da haben wir richtig Strafzeit kassiert. Und dann wurde eben, aufgeben gibt es ja nicht, ne? Das Auto lief ja noch.
über Nacht dann mit Wagenhebern aus den LKWs, also so richtig schwere Werkzeuge, haben wir das Vorderteil, so wie es hochgekommen ist, wieder runtergebogen. Echt? Das kann man also wie quasi auf einer, ja, auf einer Richtbühne, ja, auf einer, genau, Richtbank. Genau, an entsprechenden Punkten eben unterstützt und dann wieder zurückgebogen. Ne? Und am nächsten Morgen war das Auto wieder fit. Und Antriebswelle, das hat alles nichts gemacht? Also das war, da war nichts in Mitleidenschaft gezogen. Wir haben dann aber gesehen, wie im Lauf der restlichen Kilometer das Vorderteil wieder so langsam ein bisschen hochkam. Also weich war es schon noch. Aber wir haben das eigentlich ganz gut überstanden und haben dann aber im nördlichen Senegal nochmal Pech gehabt, wo wir, da war dann eigentlich das Feld schon ziemlich gesichtet. Wir sind dann zu dritt gefahren mit unseren drei Autos, sind an eine Furt gekommen, die unübersichtlich war, wie man da jetzt rüberfahren sollte. Ne? Mhm. Ja, und dann ist der X mal vorausgestochen, am gegenüberliegenden Ufer stecken geblieben, im Schlick. Na, schön. Wir waren also die Dritten hinten. Ne? Dann kam der René Metsch, hat eine Linie ein bisschen daneben gewählt, steckte auch da drüben. Ja, und dann haben wir uns wieder gefragt, was machen wir jetzt? Und die Antwort, die kam per einem jungen Mann da auf seinem Moped. Der fuhr also an uns vorbei, guckte kurz rüber und fuhr dann durch die Furt auf einer anderen Linie, ne? Ohne jegliche Probleme drüben dann auch, ne? Auf seinem kleinen Zweirad. Mit dem Moped, ja. Mit dem Moped. Und da haben wir gedacht, wo der durchkommt, schaffen wir das auch. Und zack, Anlauf genommen und schon waren wir drüben. Und hätten dann natürlich schön aus dem Fenster winken können und die Sonderprüfung gewinnen. Aber das war nicht unsere Aufgabe. Ja. Und dann haben wir überlegt, wie wir an die rankommen, um die jetzt eventuell rauszuziehen und sind dann um so ein paar Hütten rumgefahren und wollten uns von hinten ranpirschen. Mhm. Und der Untergrund, der sah eigentlich relativ solide aus, oben ganz trocken mit so Rissen. Ne? Mhm. Mhm. Und sobald wir da drauf gefahren sind, da hat es Platsch gemacht und das Auto saß im Schlick auf der Bodenplatte auf. Okay. Völlig unrettbar, da gibt es auch ein schönes Foto, was von irgendeinem Journalisten gemacht worden ist, weil wenn ich da meine Kamera rausgezogen hätte, dann hätte mich der Roland erschlagen. Dann haben wir erstmal unser Auto dort sitzen lassen, haben den René Metsch und Jackie X geholfen, rauszukommen mit anderen Fahrzeugen, haben da Abschleppseile halt aneinander gebunden, haben die rausgezogen, die sind weitergefahren. Und wir haben jetzt auf Hilfe gewartet. Und da kam dann nach anderthalb oder zwei Stunden so ein kleiner Volvo-Truck, der eine Seilwinde hatte. Mhm. Und der hat uns dann rausgezogen. Das war also unser rettender Engel. Und da haben wir natürlich auch nochmal, zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, lagen wir an vierter Stelle. Hatten wir uns schon wieder vorgearbeitet. Und durch diesen Vorfall haben wir dann nochmal zwei Plätze verloren. Aber ja, beeindruckend, dass sie zwei Autos retten. Die werden erst dann Zweite und sie werden trotzdem noch Sechste. Ne? Naja, aber ich glaube, da sind auch nicht so viele ins Ziel gekommen. Ne? Naja, also zum Schluss sind die Zeitabstände zwischen den, so groß, ne? Die sind so groß. Der eine hat, Kilometern. Ja, der eine hat eben 6 Stunden Rückstand, der nächste 9 und so weiter. Ne? Dass die überhaupt noch in einer Woche ins Ziel kommen. Also, ja. Also nach Sekunden wird er auf keinen Fall gerechnet. Wie ist das eigentlich inzwischen? Paris-Dakar hat ja nicht mehr den Stellenwert. Das ist ja jetzt mehr so ein Überbleibsel noch. Die fahren nur noch durch ein Land, glaube ich. Ja, dieses Jahr war es nur in Peru, ja. Ja, genau. Und ja, es ist eben ein richtiger Vollgaswettbewerb eigentlich geworden, ja. Wo dann auch viel Glück dabei ist, ob man eben zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Track findet. Mhm. Dann mit dem Service, das ist völlig anders als bei uns damals, nicht? Mhm. Wenn die Fahrer ankommen, dann sagen die, ja, das und das kommt uns Spanisch vor, macht mal, ne? Mhm. Und legen sich dann in einem schönen Zelt oder irgendwo nach hin. Nach der Massage. Ja, genau. Kann man nicht mehr vergleichen. Nee. Und der 959, der vorne so hochgekommen ist, der ist dann ein paar Jahre später als unfallfreies Gebrauchtfahrzeug bei Mobile aufgetaucht, oder? Nee, also die 86er Fahrzeuge sind alle noch im Museum. Mhm. Also von den Turbo-Aufgeladenen ist keiner irgendwie verkauft worden. Aber von den 85ern ist erst im Herbst jetzt einer, das war das Match-Auto, glaube ich, in den USA für um die 5 Millionen Dollar versteigert worden. Wenn man im Nachhinein immer überlegt, was man da an Wert durch die Wüste getrümmert hat. Ne? Ja. Aber das ist natürlich für einen Werksangehörigen,
Da wird einfach das Blech aus dem Regal genommen und dann wird das Auto zusammengeprügelt und naja gut, die Summen, die sind einem schon irgendwie bewusst. Also gerade als das X-Auto bei der Pharaonen-Rallye da verbrannt ist, habe ich mir auch so überlegt, wie viele Millionen gehen jetzt hier in Qualm auf. Ja. Ne? Dann war das Racing-Virus bei Ihnen angekommen und dann sind Sie gleich im Sportmotorenbau geblieben. Ja, ja. Dann war ich in der Rennmotorenentwicklung, ne? Und habe entsprechende Einsätze damit betreut. Also ich habe zum Beispiel, mein erstes Projekt war damals, dass ich den Alvin Springer bei Andial in Los Angeles unterstützt habe, einen 944 Turbo renntauglich zu machen für die Trans-Am-Serie damals. Mhm. Und das war dann eben ein Motor auf Basis des 944 Turbo, mhm, der aufgeblasen wurde auf 600 PS durch entsprechende Aufladung. Und das hat gehalten? Und ja, mit etlichen Winkelzügen. Die Zylinderkopfdichtung war ein stetiges Ärgernis. Und da wurden eben Teile dann konstruiert in Weisach und auch hergestellt, rübergeschickt. Oder teilweise hat er auch selber dann weiterentwickelt. Das war also eine sehr schöne Tätigkeit auch für mich, dass ich eben wieder Kontakt mit Amerika hatte. Mhm. Ja, und dann beim 962 auch für USA bei dem IMSA-Motor habe ich dann auch ein bisschen mitgemacht. Und dann kam das Indie-Projekt. Das hat mich dann 3 Jahre eigentlich auch schwer beschäftigt. Das war ja eigentlich nicht so von Erfolg gekrönt, ne? Nee. Da hat man sich am Anfang sehr schwer getan. Und da hat Porsche sich ein bisschen verzettelt, weil die wollten alles machen. Ne? Ja, also es gab ja so ein paar, Dallara, glaube ich, waren ein Fahrwerkshersteller. Nee, bei dem Lola March. Dallara, March, genau. Ja, ja. So, und dann kamen immer zugekaufte Motoren. Und Porsche hat gesagt, wir machen alles. Ja, ja. Wir bauen eine Karosserie und wir bauen einen Motor. Ja, ja. So, können Sie darüber ein bisschen was erzählen, wie das so ging? Oder war es ja, also man hat sich bei beiden da schon ein bisschen schwer getan. Also einmal mit dem Chassis war man eben in dieser Rennserie vorher nicht präsent. Man hat sich nicht von Jahr zu Jahr da weiterentwickeln können. Und der Herr Singer hat da sicherlich sehr viel Mühe und auch sehr viel Erfahrung aus seiner bisherigen Tätigkeit reingesteckt. Aber das erste Chassis, was da entstanden ist, das entsprach zu dem Zeitpunkt eben nicht dem Stand, wie die anderen alle weiterentwickelt hatten. Mhm. Und dann ging es eben darum, der Motor, der kam so langsam zum Laufen, da hat man natürlich auch seine Probleme gehabt. Was machen wir jetzt auf die Schnelle? Man hat dann Vergleichsfahrten gemacht, wo das Porsche-Fahrzeug schon gar nicht so schlecht aussah. Aber generell hat man halt dann gesagt, okay, dann gehen wir zum erfahrenen Chassis, Lieferanten eben zu March, mhm, und haben dann in das 88er March Chassis den Motor adaptieren lassen. Und das Jahr 88 war eben auch von vielen Rückschlägen, auch auf der Motorenseite sicherlich geprägt, bis man da eben wirklich Sachen rausgefunden hatte, auf was man achten muss. Mit der Ölabsaugung im Oval, wo das Öl ja mit 70 Grad an der Wand irgendwo hängt, muss man das halt zuverlässig absaugen. Mhm. Und also das 88 war mit Sicherheit ein Lehrjahr auch für den Motor noch. Und 89 ging es dann aber richtig vorwärts. Da hat March dann ein extra Chassis eigentlich schon für Porsche gemacht. Der Motor war wesentlich weiterentwickelt worden. Und gegen Ende von 89 war man mit Sicherheit da an der Leistungsspitze auch mit dran. Okay. Also und dann hat man ja auch ein Rennen gewonnen, 89. Das mit Ohio, mit dem Theo Fabi. Mhm. 89 ist nur der Theo, 88 und 89 nur der Theo Fabi gefahren. Und 1990, als man sich dann mit Fosters zusammengetan hat, ist der John Andretti als zweiter Fahrer noch mit dazugekommen. Ein legendärer Name in dieser Indie-Szene eigentlich. Ja gut, das war ja ein Neffe von Mario. Mario Andretti, ja. Aber ist da noch eine besondere, weil Sie sagten, das sind Lehrjahre gewesen, ist das, oder ja, ein Lehrjahr, sind da besondere Ansprüche an den Motor, die gestellt werden, also, außer das Öl? Ja, der Motor ist mal grundsätzlich eben mit Methanol betrieben, also mit Alkohol, relativ milde aufgeladen, etwa ein halbes Bar, 8 Zylinder mit 2,65 Liter, hat keinen Ladeluftkühler, weil das Methanol bietet so viel Innenkühlung vom Gemisch, dass man da keinen Ladeluftkühler braucht. Mhm. Und dann eben die besonderen Anforderungen durch die Ovale, die in der mechanischen Konstruktion des Motors eben einbezogen werden müssen.
Aber der grundsätzliche Unterschied ist eben der Betrieb mit Methanol. Mhm. Und da gibt es eben auch viele Sachen zu beachten, dass man Feuer nicht sieht, wenn es mal ausbricht. Ja, okay. Da sieht man nur so Schlieren aufsteigen, aber es wird richtig heiß. Und am besten zu löschen mit Wasser. Also bei den Pitstops, da standen immer ein paar bereit mit Wassereimern, die dann sofort was drüber geleert haben, wenn da was passiert ist. Der Verbrauch mit Methanol ist doppelt so hoch etwa, weil es nur den halben Brennwert hat. Und ungefähr so Leistungswert, kann man da mal was drüber sagen? Ja, also zum Schluss hatten wir so zwischen 730 und 750 PS. Sind Sie denn mal gefahren, so ein Auto? Nee, also ein Normalwüchsiger hat auch nicht so richtig reingepasst. Aber das war jetzt eben auch in keiner Weise meine Aufgabe. Nee, nee, klar. Hätte ja sein können, dass man irgendwann sagt, jetzt haben wir so lange daran rumentwickelt, ich will die Sommer fahren. Ich habe mich mal reingesetzt zum Schleppen da oder so, aber das war also stand nicht zur Debatte. Ja. War das schon so ein Materialschlachtthema eigentlich? Also haben die Motoren pro Rennen, dass die ausgetauscht wurden, oder mussten die lange halten? Also ich kann mich erinnern, 89, da waren das Indianapolis-Rennen hat natürlich ein ganz besonderen Stellenwert. Und da ist man eigentlich 4 Wochen vor Ort. Also das Training beginnt 4 Wochen vorher, vor dem Rennen. In die 500? Ja, ja. Und dann fährt man eben jeden Tag ein paar Stunden. Also das geht ja jetzt nicht so hektisch zu in den 4 Wochen, aber man ist eben dort vor Ort. Ne? Und 89, da hatten wir nochmal ziemlich Probleme mit dem Öltank und mit der Ölabsaugung. Und da weiß ich noch, dass wir in der Zeit da 14 Motoren verbraten haben. Beim Training? Beim Training, ja. 14 Motoren. Was kostet ein Motor? Uff, was haben die damals gekostet? Ich schätze mal so 200.000 Mark. Oder? Ja, das war schon Budget nur, auch. Nur ne? Training für ein Rennen. Ne? Ja. Der Unvorstellbar. Da sieht man mal den Stellenwert. Ne? Das ist so. Es gibt ja, sagt man immer, das Rallye Monte Carlo, das ist Monaco-Rennen bei der Formel 1. Das also ist das 24 Stunden von Le Mans und es ist in die 500. Ja, genau. Ja, also das hatte damals natürlich noch einen anderen Stellenwert als heute. Also das, ich habe es dreimal miterlebt. Ne? Das ist also Wahnsinn, was da abging an der Strecke, ne? Mit 450.000 Zuschauern. An der Strecke? Ja, ja. Im Innenraum eben lauter Campmobile, die dann von innen geguckt haben. Ne? Mhm. Die Tribünen alle knallvoll. Also das war schon unheimlich. Und ich habe mich versucht, da hineinzuversetzen in den Sieger, der Fittipaldi damals, ne? Was das für ein Gefühl sein muss. Ne? Ja, auf Sekt musste er verzichten, weil es gab immer Milch als Siegertrunk. Das war irgendwie so ein Brauch. Eine kleine Anekdote, meine Frau ist nicht sehr Motorsport interessiert. Um nicht zu sagen, gar nicht Motorsport interessiert. Hatte aber beruflich mal mit Emerson Fittipaldi zu tun. Mhm. Hatte ihn begrüßt, das war im ganz anderen Zusammenhang, mit den Worten, hallo, machst du auch irgendwas mit Mode? So, dann haben die geredet, hat aber von früher erzählt und dann hat sie tatsächlich gesagt, Mensch, die Geschichten von früher, das ist ja ganz interessant eigentlich. Das hat sie mir dann so gesagt, die können ja doch lustige Storys erzählen. Und dann habe ich ihr ein Foto gegoogelt, was ich noch so im Kopf hatte. Und zwar hat der diese Indy 500 gewonnen und der Sieger hat immer 1 Million in bar bekommen. Mhm. Und es gibt ein Foto, wo er auf der Start- und Zielgeraden steht und das Auto ist voll mit diesen Geldbündeln und er sitzt da oben drauf. Von dem Moment an fand sie ihn dann doch ganz gut. Okay. Ja, das macht Männer attraktiv. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich arbeite jetzt dran, dass ich irgendwie mir immer eine Million aufs Auto stapel. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. So ist das, ja, beeindruckend. Und da haben sie die ganze Saison sind sie gefahren mit dem Motor, aber das war dann ein Sieg und dann wurde das Projekt auch wieder beerdigt von Porsche. Naja, also der eine Sieg war 89 und 90 hatten wir dann das Problem, dass March da ein sehr innovatives Design gestartet hatte, nämlich dass der Turbolader, der bei den traditionellen Indie-Autos immer hinten auf dem Getriebe drauf saß, natürlich ein ordentlicher Klotz, Gewicht jetzt nicht so ideal, den hat March nach vorne verpflanzt, vor den Motor, aber dort vor dem Motor sitzt normalerweise der Tank, ne? Und man kann sich vorstellen, was man für Aufwände treiben muss, wenn man den glühend heißen Turbolader in den Tank reinsetzt oder an der Stelle. Das heißt, wir mussten da ganz massive Isolationsmaßnahmen ergreifen. Ne? Mhm. Und dann servicefreundlich war das Ganze überhaupt nicht. Ne? Also wenn man den Lader wechseln wollte, musste der ganze Motor raus. Und das hat also etliche Umstände gekostet, das Auto richtig zum Laufen zu bringen, das 90er. Wir waren dann im Herbst in Denver, Colorado. Da fand zum ersten Mal ein Rennen statt auf einem Straßenkurs. Und Denver liegt also auf 1800 Meter etwa. Dünne Luft. Die dünne Luft, ja.
Und damals musste man ja die Motoren immer noch anpassen, von Hebroms programmieren und so weiter. Ne? Und das ist mir also offensichtlich am besten gelungen, weil unser Auto lief am besten dort oben. Mhm. Der Theo Fabi war auf der Pole. Mhm. Und da dachten wir so, jetzt ist endlich der Strick gerissen, jetzt gewinnen wir auch mal. Aber leider nach 7 Runden fährt er in einer Kurve geradeaus in den Heustapel rein, weil jemand vergessen hatte, ein Bremsnippel, ein Lüfternippel festzuziehen. Er hat also Bremsflüssigkeit verloren, okay, und hatte dann keine Bremse mehr. Das war also richtig schade. Also da waren Sie tatsächlich der Mann, der die E-Proms gebrannt hat. Also zusammen mit einem anderen Motoreningenieur. Also ich habe nicht alle Rennen betreut, sondern habe mich da teilweise abgewechselt. Wie sich das geändert hat, ne? Wie man heute in so ein Motormapping reingeht, man klappt das Laptop auf, ändert ein paar Werte und dann... Ja, naja, vor allen Dingen die Lambda-Sonden-Abstimmung ist heute wesentlich weiter gediehen als damals, dass man das Gemisch also aufgrund des Mischungsverhältnisses eigentlich sehr gut beurteilen kann. Aber das ist heute auch heute noch nicht so ganz trivial. Aber man hat natürlich wesentlich mehr Rechenalgorithmen, die darüber gehen und da helfen. Das ist für mich so ein komplexes... Also damals war noch viel Handarbeit dabei, weil die E-Proms mussten eben wirklich... Da hat man das Listing gehabt, hat dann geguckt, in dem Bereich da müssen wir ein bisschen anfetten, da ein bisschen magerer machen. Verbrauch war natürlich auch ein Thema. Ne? Mhm. Mhm. Und dann hat man den E-Prom gebrannt und eben ins Steuergerät eingebaut. Reingesteckt und dann Test gefahren. Ja. Wenn Sie jetzt so einen Motor sehen, juckt das da manchmal, dass Sie sagen, also da muss ich jetzt auch nochmal bei? Die Lust hält sich in Grenzen. Also ich lebe lang ausgetobt. Ich tue mich echt schwer, wenn ich heute in den Motorraum reingucke, selbst wenn man mal die Abdeckung wegmacht. Ja. Zunächst mal sieht man ja gar nichts mehr. Ne? Ja. Da zu identifizieren, welche Leitung da jetzt für was gut ist, das ist natürlich, das sind eben 30 Jahre Entwicklung dazwischen jetzt. Ne? Ja, wann haben Sie aufgehört, da zu arbeiten? Ne, also ich war bis 93 bei Porsche. Ich bin dann nach dem Indie-Projekt in den Carrera Cup gegangen noch, in die Organisation. Hab da so die technische Betreuung gemacht. Und 93 bin ich dann weggegangen von Porsche. Das war eben gerade so ein bisschen eine unsichere Zeit. Und mein ehemaliger Chef in der Rennmotorenentwicklung, der Dr. Esch, der ist 94 zu Mann und Hummel gegangen, Mannfilter, als Entwicklungsleiter. Und hat mir dann einen Posten als Prüfstandsleiter dort angeboten. Und das war eigentlich eine reizvolle Aufgabe. Aber der Hauptaugenmerk lag eigentlich auf den Filterprüfständen. Also wie beurteilt man Filtration, sowohl als Ölfilter als auch Luftfilter. Und das ist eben eine Technik, von der ich mir als Motoreningenieur bei Porsche überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Wir haben halt einen passenden Filter immer eingebaut, ja, ne? Ja. Aber wie die eigentlich entwickelt werden und getestet werden, das habe ich dann bei Mann und Hummel kennengelernt. Und das war eigentlich auch eine reizvolle Aufgabe. Und da war wahrscheinlich dann auch noch viel Luftleistung zu finden, ne? Eher nicht. Nee. Also da machen sich manche zu viel Illusionen, dass man durch einen anderen Luftfilter da jetzt XPS gewinnt. Achso, okay. Und Sie sind aber noch einmal zurückgekehrt zu Porsche bzw. Rennen gefahren 2008. Mhm. Und zwar die Rallye Moskau-Ulaanbaatar. Die Transsibiria-Rallye. Das war jetzt eben ein Rallye-Projekt, was Porsche damals reizvoll fand für den Cayenne, um mit diesem Auto eben zu beweisen, was das Auto im Gelände kann. Mhm. Und da ist man 2007 zum ersten Mal mitgefahren. Die ganze Rallye war eigentlich sehr Porsche-lastig. Also das Hauptteilnehmerfeld waren Porsche Cayenne. Natürlich Russland, da gehe ich davon aus. Ja, ja, genau. War also eine gute Werbung in Russland. Goldene Felgen. Und ja, ja, los genau. Geht's. Und war 2007 ein gewisser Carles Selma, ein Spanier, ein sehr guter Trial-Fahrer, der bei der Entwicklung des Cayenne auch mit eingebunden war, der hatte damals einen Beifahrer 2007, mit dem er sich gar nicht so richtig verstanden hat. Und für 2008 hat man einen neuen Beifahrer für den gesucht. Und da sind die eben irgendwann im November, Dezember mal zusammengesessen in der Rennabteilung und haben überlegt, was machen wir denn da? Und da hat der Roland Kussmann mal so eingeworfen, fragen wir doch mal den Hendrik Unger, vielleicht hat er Lust. Ne? Mhm. Und so hat sich das Ganze ergeben. Mhm. Und dann bin ich da eben im Werksteam nochmal mitgefahren, gerade mit diesem Carles Selma. Ja, wir haben uns einigermaßen wacker geschlagen.
Und ich muss sagen, was ich also auf der Rallye erlebt habe mit dem Cayenne, da muss ich wirklich ganz tief meinen Hut ziehen, was man mit dem Auto, was ja jetzt nicht so weitgehend modifiziert war, was man mit dem alles anstellen konnte. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, also absolut. Das Auto war dermaßen grandios im schlimmsten Gelände. Wir haben dann auch mal einen Rekord aufgestellt im Atlasgebirge, im Altaigebirge in der Mongolei. Da hatte ich aus Versehen oder aufgrund von Kommunikationsproblemen einen falschen Wegpunkt eingegeben im GPS-System. Und als wir dann immer näher kamen, merkte ich, dass dieser Punkt eigentlich genau auf so einem 3000er Berg ist, der da vor uns liegt. Und naja, ich habe halt gedacht, ja gut, wenn das so drin steht oder wenn das so vorgeht, müssen wir halt da hoch, ne? Und dann sind wir tatsächlich, haben wir diesen 3000er da erklommen. Es ging so einigermaßen bis kurz vor dem Gipfel und dann wurde es richtig eng. Da waren meterhohe Hinkelsteine lagen da rum, da musste man also sich durchfädeln und irgendwann steckten wir fest in so einer Nische, überall 10 cm Platz außen und wir sind dann außen vor dem Auto gestanden und haben überlegt, also wenn wir hier nicht selber rauskommen, dann kann uns nur ein Lastenhubschrauber hier wieder rausholen. Und dann hat der Carles gesagt, okay, dann setzt du dich ans Steuer und ich sage dir genau, wie du einschlagen musst. Und dann haben wir tatsächlich, dann hat sich der Cayenne da rausgewunden aus diesem Versteck. Wir sind also rausgekommen und sind dann tatsächlich auch ans richtige Ziel noch gekommen. Aber Sie hätten da gar nicht rüber gemusst eigentlich, oder? Nee. Das war ein falscher Wegpunkt, den ich bekommen hatte von einem anderen. Okay. Und wo ich allzu gut, glaube ich, war. So erfahrenere Rallye-Beifahrer, die hätten dann gesagt, das kann nicht stimmen, komm, wir fahren hier unten rum. Aber ich habe das eben da zu genau genommen. Und wir sind dann immerhin noch Sechste geworden, auch in dem Feld. Ja, beeindruckend. Und man sagt ja immer, man kann, also ich meine, Sie haben ja bei dem 959 alles Mögliche selber schrauben können. Wie war denn das bei dem Cayenne? Ja, da haben wir ich jetzt gar nichts gemacht. Also da gab es dann in den Camps dann einen Service, der jetzt nicht die gleiche Strecke fahren musste. Ne? Der konnte das abkürzen, war sicher da. Der war da. Und dann haben wir halt gesagt, was nicht in Ordnung ist. Also wir hatten in einer Sonderprüfung sind uns die Stoßdämpfer weggegangen, weil wir auf der Anfahrtsstrecke eigentlich so richtiges Wellblech hatten, wie ich das aus der Sahara eigentlich noch sehr gut in Erinnerung hatte. Und dann habe ich dem Carles gesagt, du, das bringt nichts, so wie wir hier drüber brettern, das halten die Stoßdämpfer nicht aus. Und so war es dann auch. Beginn der Sonderprüfung ist das Teil gehüpft wie ein Känguru. Und wir haben uns da also schwer getan. Aber solche Sachen wurden dann abends im Camp gerichtet. Also selber schrauben mussten wir da gar nicht. Wäre wahrscheinlich auch gar nicht mehr gegangen. So nee. Also bei den wenigsten Sachen. Ne? Ja, klar. Aber beeindruckend, dass der sich so schlägt, der Wagen. Der Cayenne ist schon ganz strikt in Richtung Geländetauglichkeit entwickelt worden auch. Gibt es noch irgendwelche neuen Rallye-Projekte, die Sie jetzt gerade verfolgen oder ist jetzt Ruhestand? Nee, also jetzt geht's. Jetzt ist Schluss. Mit Rücksicht auf die Familie und meine auch sicherlich verminderte Leistungsfähigkeit. Also wenn ich mir so denke, dass man dann in 2 Minuten ein Rad wechseln muss im Wettbewerb, das geht halt nicht mehr. Ne? Herr Unger. Das war ein spannender Rückblick auf Ihr Leben. Ja, das waren eben die größten Erlebnisse in meinem Leben. Ne? Und viele würden sich freuen, beim Ansatz sowas zu erleben. Vielen Dank. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Menschen, die so unaufgeregt erzählen können, denen könnte ich noch stundenlang zuhören. Das war Wolf-Hendrik Unger. Fotos und Infos zu diesem Podcast gibt's bei uns auch im Netz unter www.alte-schule-podcast.de und Fotos, Infos und alles Mögliche gibt's unter diesem Namen auch auf unserer Facebook-Seite und für die nächste Ausgabe am kommenden Donnerstag war ich mal wieder am Nürburgring unterwegs, wo ich den damals rasenden Zwirbelbart Olaf Mantai getroffen habe und zu ihm muss ich wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Er war einer der wildesten der frühen DTM und begeistert seine Fans mit seinem Team Mantai Racing und dessen neongelben Porsche mit einer fast unheimlichen Siegesserie beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Bis nächsten Donnerstag, macht's gut und eine schöne Woche. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.